Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video in TS Classic. Und ihr seht schon, wir sind in der Schweiz unterwegs und wir schauen uns heute mal das Schweizer Krokodil an. Wir sind auf der Strecke Zürich-Olten und ich dachte, das ist auch die perfekte Strecke hier für die Krokodil. Klar, die Gotthardbahn wäre es auch noch gut gewesen, aber ich dachte, wir fahren mal hier in der Heimat, wo ich mich auch sehr gut auskenne. Also die Strecke bin ich schon x-mal in echt auch gefahren. Und ja, dabei die Krokodil angucken. Ist von Simtrain, ist ein wunderschönes Modell, aber hat so ein paar Schwächen, oder, auf die wir mal dann eingehen. Und diese historischen Wagen, die kommen mit der Krokodil mit. Also hier in unterschiedlichen Ausführungen. Da zum Beispiel auch einer im Braun. Speisewagen. Sind sogar Leute drin. Es ist schon ein bisschen älter, man sieht es hier an den Modellen hier. Und hier zum Schluss noch ein Gepäckwagen. Da sind sogar Fahrräder drin. Kann man hier sogar reingehen. Simtrain, Ihr Partner für Train Simulator. Und Walzerwasser. Das erste Mal, dass ich hier so drin bin. Ach ja, die alten Wagen hier. Okay, wir sind hier in Bruck. Ziel ist Zürich-Hartbrücke. Das ist quasi die letzte Station vor dem Hauptbahnhof. Hauptbahnhof fahren wir nicht rein. Und wir fahren eigentlich den Dienst der S12. Das ist eigentlich auch ein Fahrplanszenario und es kommen auch Ansagen vor, die bei der S12 kommen werden. Passt eigentlich nicht so ganz zu dem, aber ja, was soll's. Hauptsache, wir sehen ein bisschen die Krokodil. Und ich würde sagen, mal Pause raus. Und gehen mal rein. So, da machen wir die Türen auf. Sehr gut. Und werden hier mal aufrüsten. Das heißt, wir werden einmal kurz den hier machen. Wenn es dann mal funktionieren würde. Okay. So, da. Perfekt. Ich muss mal ganz kurz die Bremse kontrollieren. Handbremse an. Das ist natürlich nicht so gut. Machen wir hier die Hand. Moment mal, ich kann das eigentlich auch hier einfach lösen. Okay, das ist jetzt neu mit der Handbremse. Ah, Vorführeffekt. Immer wieder schön. Es gab doch... Ah, da. Handbrake. Gelöst. Ja, wir haben hier den Stufenschalter. Das ist ein Rad, was man dann hier drehen und dann geht er hier rauf. Ich glaube, bis 24 sind es die Stufen. Geschwindigkeit, Bremsanzeigen, die Bremsen hier, Stromabnehmer, ein Ausschalten, Richtungswender. Dann haben wir hier Sicherung und Lichteinstellungen. Dafür hier drinnen. Zum Beispiel hier aufmachen. Und dann kann man hier auch die Lampen anmachen. Einzelnen. So als kleiner Gimmick. Sonnenblende. Bis man halt gar nichts mehr sieht. Fenster kann man hier auch aufmachen. Lass mal aber zu. Wobei, jetzt bei der Sommertemperatur würde ich es gerne offen lassen. Werkzeug, was man so braucht. Und da könnte man durchgehen. Und von der Kameraansicht haben wir hier noch diese Ansicht. Das war's. Ja. Schauen wir mal, ob wir Passagierensicht haben. Ja, haben wir. Schauen wir mal, vielleicht, ob wir gerade mehrere haben. Ja, mit der gleichen Person. Und hier einmal ein Speisewagen. Meinsen! du bist ein bisschen knapp dran an mir. Und hier nochmal. Kann man sich auch hinsetzen. Und sogar hier, ein Gepäckwagen. So, dann. Ich würde sagen, wir gehen mal in diese Ansicht. Das lasse ich mal noch eingeblendet, bis ich weiß, was wir losfahren dürfen. Lichter sind an. Ja, wunderbar. Und schauen wir mal, wie die Pfeife so ist. Wir begrüßen Sie in der S12 nach Thurgi, Zürich Hauptbahnhof. Winterthur, Schaffhausen. Ja, nicht die ganze Aufnahme, aber füllt seinen Zweck. Gut, dann würde ich sagen, los geht's. Ah, es ist einfach eine wunderschöne Lokomotive.
Höchstgeschwindigkeit 65 Stundenkilometer. Und da haben wir auch schon das allererste Manko von der Krokodil, was den Sound betrifft. Also teilweise ist der Sound ein bisschen abkackt, je nachdem wie man halt drauf geht. Also von der Sichtweise her. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Fahrmotoren lauter sind. Weil das normale Rollgeräusch ist lauter als der Fahrmotor. Ich habe versucht, das ein bisschen anzupassen, habe es jetzt noch nicht ganz hinkriegt. Und ein Community-Patch habe ich jetzt so auch noch nicht gefunden. Und da haben wir den Siefer. Gehen wir mal rein. Hier drin ist der Sound eigentlich soweit okay. Und hier vorne der Bereich, der ist ja abgekoppelt von dem. Also das sind ja nicht fix miteinander verbunden. Der wackelt nur teilweise richtig schön, je nachdem, auf welcher Strecke man noch fährt. Sollte man eigentlich dann hier dann auch sehen können. Nächster Halt, Turgi, 19:40 Uhr. Ja, schaffen wir halt nicht. Bisschen gemütlich unterwegs. Können wir mal mit der Fahrstufe ein bisschen runtergehen. Und wer so ein bisschen Schweiz-Fan ist und ein bisschen Abwechslung auf der Strecke haben will, Zürich-Olten, schöne Strecke. Wenn ich dran denke, werde ich den Link dazu in der Videobeschreibung noch reintun. Da kann man ganz gut Hinterriege, Intercity und S-Bahn fahren. Sage ich mal ganz kurz das Streckennetz. So, da. Zürich Hauptbahnhof und Nebengleise. Das ist ein gigantisches Gleisvorfeld hier. Hier die Hauptstrecke, dann die Aufteilung hier. Nach Bruck und Olten ist, glaube ich. Ups. Dann wir wieder hier rein. Das ist Olten. Und dann hast du eben hier die Abzweigung hier mit den S-Bahnen. Das ist mega geil. Ich glaube, das ist Lupfig hier. Richtig cool. Hat mal ganz gut was zu sehen. Bisschen mehr Motorgeräusch. Turgi. Ja, schauen wir mal, ob ich es dann schaffe, hier sauber anzuhalten. Ist er ja schon. Da habe ich ein bisschen zu viel gebremst. Dann haben wir jetzt mehr langsam auf die Nummer 1 hier zurollen. Alte Tafel da. Soll sich eigentlich von den Wagen genau ausgehen. So, da. Schauen wir mal nach draußen. Ja, perfekt. Schaut, dass hier die Tür nicht mit aufgehen. So. Halt dürfte eigentlich nur recht kurz sein. Ich mache mal kurz das Licht aus. Einfach nur wegen dem Flair, was da drauf ist. Also Lensflair. Und dann machen wir hier nochmal einen schönen Screenshot. Na komm. Sehr gut. So, da. Abfahrt.
Mal schauen, ob wir da vorne mal hier den Bereich ein bisschen am Backen sehen. Machen wir eben das Licht an. Ja, wenn man genau hinschaut, dann sieht man es ab und zu. Eventuell, ja, da eine Kurve. Spätestens da. Ganz leicht. Ja, das meinte er da mit dem Sound. Wenn man jetzt hier zu weit nach links geht, dann ist der Wagen dahinter ein bisschen dominant. Ich muss mal ein bisschen in Form gucken, wie das ist bezüglich Soundanpassungen von so einem Modell. Oh, da geht es jetzt mal ein bisschen bergauf. Hat ein bisschen was zum Arbeiten. Ah, das Licht ist hinaus. Schön, schön, schön. Glaube, ich hätte gerne mal so eine Vorbeifahrt, wo wir hier stehen. Und dann kommt auch schon der nächste Bahnhof wieder. Ja. Also, ich werde das nächste Mal andere Wagen nehmen. Ein bisschen ein besseres Soundabstimmung haben. Gearfix ist übrigens mit an. Ich werde mal schauen, ob ich parallel bei Simtrain gucken kann, was die Krokodilkarte kostet. Naja, 26,90 Franken. Ich habe es extra nochmal frisch runtergeladen, gibt halt leider kein Patch dafür momentan. Bei Enhancement. Wenn aber jemand von euch die Krokodil hat und das schon mal ein bisschen verbessert hat, dann schreibt es mir das gerne. Ah ja, und mit dem Zug wären wir eigentlich hier gefahren. Wie gesagt, ich habe einfach das Szenario kurz Sachen angepasst. Ich könnte nämlich das Licht wieder ausmachen. Ja, und das ist der Sitzschemel. Zweimal hier. Nicht viel Luxus hier drin. Ist schon schön hier, wenn in der Heimat unterwegs zu sein. So viel besser wäre es natürlich, wenn es die... Ups. Wenn es die... Wenn das jetzt in echt wäre mit der echten Krokodil. So, da. Ah, jetzt hat man es ganz gut gesehen. Jetzt wird es viel. Nein, ich glaube, das war jetzt viel. Und zu früh.
Ja, ein bisschen drüber. So, da, Türen auf. Dann gehen wir hier mal nach draußen. Sind die anderen Regio, die bei uns hier unterwegs sind? Fährst du eigentlich hin? Please do not board. Fahrzeug geschlossen eigentlich. RE420 Leon. Ja, sieht man bei uns einmal wieder. Voll im März Verstärker momentan. Ist im Sommer ein bisschen warm in denen. Haben nicht so die geilste Klima. Beziehungsweise habe ich oft das Gefühl, dass es de facto nicht existent ist. So, jetzt wollen wir Licht wieder brauchen. In der Richtung, wenn er wieder hier verstellt. Aber das kommt vom Rail Driver. Ab in den Tunnel. Wunderbar. Ja, haben wir natürlich keine Außenansicht. So, das werde ich nicht. Wir könnten eigentlich mal schauen, ob wir die zweite Lampe ankriegen. Das ist der Schalter. Ja. Und jetzt keine mehr. Göttingen Gleis 4. Ja, da war ich erst vor ein paar Wochen. Strecke mit rein hier. Ah, komm, schalt schneller nach unten. Das ist eigentlich noch krass von der Strecke her, weil das Team, was die Strecke hier baut, echt klein ist. Das waren nur zwei oder drei Leute. Sie wollen ja in Zürich mal das ganze Tram-Netzwerk nachbauen, also das wird noch eine Aufgabe. Aber das wäre mega geil, wenn das fertig wird. So, wunderbar. Und an der Stelle werde ich mich erstmal verabschieden, aber nicht ganz. Ich übergebe an meine Zukunft sich, denn ich kann unmöglich weiterfahren ohne einen Lüfter. Das ist hier viel zu heiß. Also, meine Zukunft sich übernimmt. Ab jetzt. Ja, und hier ist Zukunftsbravura und jetzt kann ich euch mit ein bisschen Fakten bombardieren über die CE682, wie sie ja eigentlich heißt, die Krokodil. Das ist die allererste Variante, die wir jetzt hier fahren, denn die Krokodil gibt es in zwei Varianten, CE682 und CE683. Drei ist dann die Weiterentwicklung. Von der CE682 sind insgesamt 33 Lokomotiven gebaut worden. Sie wurden ab 1919 gebaut, das waren die ersten Versuchslokomotiven und Ende des Baus war 1927. Und die Ausmusterung der Lokomotiven war zwischen 1968 und 1929.
86. Erhalten sind von den CE-68-2 immerhin noch 7 Stück, davon auch einige im Ausland. Es gab dann später noch eine Verbesserung von der CE-68 bezüglich der Höchstgeschwindigkeit. Anfangs waren sie noch 65 Stundenkilometer und wurde dann später erhöht auf 75 Stundenkilometer. Nicht sehr viel, aber hat schon dann einiges gebracht im schweren Güterverkehr. Stundenleistung von den Lokomotiven war übrigens bis zu 3640 PS bei 45 Stundenkilometer. Beziehungsweise je nach Baureihe waren es dann 2240 PS bei 36 Stundenkilometer. Ja, ist schon nicht schlecht im Güterverkehr. Kleiner Funfact übrigens, es war damals schon im Lastenheft drin gestanden, dass die Krokodil eine Rekuperationsbremse, sprich elektrische Bremse, haben sollte. Und hat sie dann natürlich auch bekommen. Gerade bei den Talfahrten natürlich, es ist natürlich sehr von Vorteil. Ich glaube, es wird auch gar nicht ohne gehen, gerade bei der Gotthardstrecke. Zu dem Modell sei noch gesagt, ich habe das bei dem Modell nicht zum Laufen gekriegt, die E-Bremse. Entweder mache ich was falsch, ich werde es dann nochmal probieren. Aber bei den 3-4 Fahrten, die ich damit gemacht habe, hat es nicht funktioniert. Das war auch dann auch mit dem Grund, warum ich gesagt habe, wir machen nicht die Gotthardstrecke. Das wäre sonst ein bisschen gut. Und schade, dass hier der Tunnel so rein und raus kommt. Das ist leider echt nicht sauber. Nächster Halt, Kilwangen-Spreitenbach. Nicht mehr weit bis nach Zürich. Ist ja echt wirklich eine schöne Strecke. Also gerade wenn ich dann zu meiner besseren Hälfte fahre und so, fahre ich da immer vorbei auf dem Teil. Auf der Teilstrecke, glaube ich. Aber ich sehe doch nicht. Wir kommen dann später mit der anderen Abstrecke zusammen. Das ist dann auch da, aber die ganze Zeit sieht das immer durchfahren. CE-68-2 und die CE-68-3 lassen sich jetzt sehr leicht unterscheiden. Die CE-68-3 ist ein bisschen größer und hat ein anderes Triebwerk. Bei der 682 ist diese Dreieckstange recht dominant zu sehen, die hat die 683 nicht. Ich werde an der Stelle mal ein Bild einblenden. Hier auf der linken Seite habt ihr die CE682 und rechts die CE683. Ansonsten Grundform und Optik bei beiden eigentlich relativ identisch. Als nächstes werde ich für euch ein paar Videos einblenden von einem echten Experten, aber der hat eine CE683, würde auch dann noch erwähnen. Kleiner Nachteil, es ist in Schweizerdeutsch, aber ich hoffe, ihr versteht es trotzdem. Also, viel Spaß und weiter geht's mit den Einblendungen hier. Spreitenbach. Die zwei Bauserien Krokodil unterscheiden sich für den Laien primär beim Stangenantrieb. Bei der ersten Serie aus den 20er Jahren hat er so eine Dreiecksstange gehabt, die auf den Stangen gegangen ist, war die 3-Achsen angetrieben hat. Die zweite Serie, die wir hier haben, das ist der sogenannte Winterthurer Schrägstangenantrieb. Der geht von den Bremswellen aus, wo die Kraft von den Motoren aber abkommt, auf eine Stange, die Kraft auf die hinterste Achse überträgt und dann von dort aus mit der anderen Stange
zurück auf die zwei anderen Achsen. Über die Unterachse, Unterstange, ist noch geteilt. Und die oben abnehmen ist nicht ganz einfach. Man muss das ab und zu machen, wenn die Lager nicht mehr rund sind, muss man die wieder neu machen. Aber das macht man also nicht von Hand. Das Krokodil hat ja den Namen eigentlich von dieser Gelenkbauart her. Es sind eigentlich, wie bei einer modernen Loki, zwei Drehgestelle. Nur eben, dass oben durch nicht ein starrer Kasten ist, sondern dass die Vorbauten Drehgestelle eigentlich für sich sind und der Kasten nur zwischen ihnen aufgehängt ist. Vorbauten, dort hat es einerseits an jedem ganz viele Türchen, wir haben jetzt hier eins offen. Da drin ist der Kompressor, der sorgt dafür, dass wir Druckluft haben, zum Bremsbetätigen. Das ist jetzt auch ein System, das gut 100 Jahre alt ist. Die beiden Vorbauten sind weitgehend identisch. Es hat die beiden Vorbauten hier einen Wendeschalter. Und bei den nächsten Toren, die wir dann reinschauen, ist ein Motor drin. Der Wendeschalter regelt, ob die Loki nach links oder nach rechts fährt, also vorwärts oder rückwärts. Oder, das ist eine Errungenschaft von diesen Maschinen, wir haben hier schon, wo die gebaut worden sind, können elektrisch bremsen. Das heisst, dass die Motoren als Generatoren arbeiten und das wird hier im Wendeschalter vom Führerstand aus gesteuert, definiert, was passieren soll. Jeder Vorbau hat zwei von diesen Motoren drin, die hier auf die Wellen gehen. Hier hat es Jalousien, die kann man vom Führerstand aus regeln, mechanisch, ob es offen oder zu sollen sein. Im Winter hat man sie eher zu, im Sommer, wenn es sehr warm ist, natürlich offen. Von diesem Motor aus geht über die Zahnräder die Antriebskraft auf die Blindwellen und dann von hier aus auf die Stange, die alle drei Achsen antreibt. Das ist der Sicherheitsapparat. Der hilft mit, sicherzustellen, dass die Lok gebremst wird bis zum Stillstand, wenn im Lokführer etwas passieren soll. Über die Mechanik wird die Bewegung abgenommen. Da hat es eine Zeitsteuerung drin. Wenn eine gewisse Distanz zurückgelegt ist und der Lokführer in dieser Distanz nicht irgendeine Handlung vornimmt oder das sogenannte Totmann-Pedal drückt, also loslässt und wieder drückt, dann wird automatisch eine Notbremsung ausgelöst. Die Anschriften sagen einerseits, wie schwer das Dialog ist, 131 Tonnen. Dass sie 2x30 Tonnen Handbremse hat, also jede Hälfte für sich. Personenzugsbremse hat sie ein Bremsgewicht von 79 Tonnen, Güterzugsbremse von 68 Tonnen und sie hat eine elektrische Bremse. Die Bezeichnung war ursprünglich CE68, die dann später geändert wurde, ist in BE68. Es hat ursprünglich drei Typen gegeben, CE68. Die allererste war ein Prototyp von 1919, der zum guten Glück erhalten geblieben ist, als einzige von der Prototypmaschine. Dann hat man eben 1921 die erste Teilserie von 33 Stück in Betrieb genommen. Die sind entsprechend dann als CE682 bezeichnet worden. Und wo dieser Typ dann kam, ist Mitte 20er Jahre, als CE683. Also der Index 3 zeigt einfach, es ist aus der dritten Bauart von diesem Typ. C bzw. B6. Wir sind jetzt hier unter dem Krokodil in der Grube. Das vordere, das ist die Laufachse. Wenn wir hier weiter hinten gehen, kommen wir die Treibachse. Das ist noch ein Teil des Bremsgestänges. Das ist eine Stange, die dann durchgeht unter der halben Lok zum Bremszylinder, wo die Loki bremset wird über die normale Druckluftbremse.
Wenn auf beiden Seiten hat es hier Federpakete, die Unebenheiten vom Gleis aufnehmen und dass nicht alles, mindestens nicht alles auf die Lok übertragen wird. Und da hat man den Blick auf die Achslager, das können wir vielleicht nachher im Detail anschauen. Und das Ganze einfach mal zwei. Da sehen wir jetzt so ein Achslager. Die sind eigentlich halbiert. Und das Gewicht der Lok ist logischerweise auf der oberen Hälfte. Und der Unterteil dient vor allem dazu, zu verhindern, dass die Lachs wieder rausfallen. Auch hier hat es eine Schmierstelle. Wir haben rund 64 Schmierstellen an dem Krokodil. Bevor man abfährt, muss man die alle zusammen füllen. Einen Teil haben wir schon gesehen bei den Stangenlager. Dasselbe muss man hier bei den Achslager auch machen. Das sind die klassischen Federpakete, die das Gewicht ausgleichen. Hier oben haben wir den Bremszylinder. Das ist etwas vom Wichtigsten überhaupt an der Loki. Wenn man nicht bremsen kann, dann kommt es nicht mehr gut. Fahren kann jeder, bremsen muss man können. Hier wird dann über das Gestänge die Bremskraft übertragen und dann über die Stange auf die drei Treibachsen pro Hälfte. Das sehen wir die Zugsicherung. In der Mitte und rechts, beziehungsweise auch links, je nach Fahrtrichtung. Die alte Zugsicherung aus den 30er Jahren, die rein magnetisch funktioniert. Heute ist Vorschrift, dass man die Balisen lesen muss. Und für das haben wir hier das Übersetzungsgerät, das die Balisen liest. Und dann im Führerstand oben die Signale umwandelt in die alte Zugsicherung liefern würde. Hier sehen wir noch die andere Richtung, oben der Vorratsbehälter. Das Druckluftrohr, wo dann der Sand mit Druck vor die Räder hergestreut wird, zur Verbesserung der Adhäsion. Räder gibt es ja zwei Typen. Modern, vielfach wird heute ein Vollschieberrad gebraucht. Das ist dann die klassische Mode, wo man ein Rad hat, in dem Fall sogar ein Speicherrad, wo man darauf eine sogenannte Bandage aufschrumpft. Die ist also nur heiß gemacht, wird warm aufgesetzt und durch das sich das Material zusammenzieht, klemmt sie sich dann am eigentlichen Rad fest. Der Vorteil ist, man hat eine Dauer und Verschleiß, wenn man fährt. Muss man nur die Bandagen ersetzen und nicht das ganze Rad. Der Verschleiß, man sieht auch gewisse Spuren, es sind doch schon wieder seit der letzten Überarbeitung oder dem letzten Überdrehen hat es da schon wieder Gebrauchsspuren gegeben. Dann kann man die Bandagen überdrehen und zwar so weit, bis sie auf die dicken Nuten abgedreht ist. Wenn wir also mal da unten sind, dann muss man die Bandagen wieder wechseln. Aber bei den Laufleistungen, die wir haben pro Jahr, das werde ich nicht mehr erleben, dass man da um das Bandagen erwähnt. Wir sind jetzt hier auf der Dachhöhe des Krokodil. Da hat es links und rechts je einen Pantograph drauf, also einen Stromabnehmer, der den Strom von der Fahrleitung abnimmt. Das geht dann hinten durch auf dieser roten Leitung, auf den grünen Isolatoren, mit dem Trennmesser, wo der jeweilige Pantograph den Strom übernimmt oder eben nicht, wenn es offen ist. Hier in der Mitte auf den Hauptschalter. Wenn der eingeschaltet ist, dann kommt der Trafo Strom über. Wenn nicht, logisch nicht. Jetzt im Moment ist er ausgeschaltet. Links haben wir noch einen Fremdkörper drauf. Das hat die all diesen Jahren bis jetzt eingemerkt. Das sieht man, es ist ein neuer Isolator. Das ist ein Überspannungsableiter. Wir sind hier in einem Gebiet, wo es relativ häufig auch Gewitter gibt. Und um den Trafo zu sichern, haben wir hier einen Überspannungsschutz, der heute bei allen Maschinen eigentlich ist, nachgebaut. Das ist eigentlich die einzige technische Änderung an dem Ding, in all den bald 90 Jahren noch gemacht worden ist.
Das Krokodil ist zwar 1925 gebaut worden, aber erst 1926 in Betrieb gekommen. Vorwiegend am Gotthard eingesetzt worden, zum Teil nach Zubringerstrecken. Nach der Ablieferung der A66 um 1960 herum sind dann die Maschinen am Berg vorig geworden. Die A66 war natürlich wesentlich stärker. Sie sind ins Flachland gekommen für die schweren Güterzüge, vor allem auch für Kieszüge. Dort hat man die Maschine, man kann es nicht anders sagen, zu Boden gefahren. Unsere ist zum Glück nur 3 Monate im Kies gelaufen und hat sonst ihre Lebenshaltung auf der Hafenbahn Basel und mit Stücker im Raum Basel, Elsberg, am Rhein, vereinzelt bis Zürich können beenden und ist von dort eben auch noch relativ gut im Stand gewesen. 1976 ist dann klar geworden, ja, jetzt ist das Ende von diesem Typ erreicht. So, da, nächster Halt Schlieren, das wird dann auch unser erster finaler Stopp sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr habt vielleicht sogar was gelernt über den Krokodil und einen kleinen Einblick über das Add-on von Simtrain hier bekommen. Also ich denke, es lohnt sich, auch wenn der Ton so mäh ist, aber es ist eine wunderschöne Lokomotive und ich denke, ich werde noch ein, zwei Mal sicherlich mit der unterwegs sein. Macht Spaß. Wäre noch ganz cool, wenn noch die Baureihe 3, also die Variante 3, mit dabei wäre, mit hätte noch was. Oh ja, damit sage ich tschüss und wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder vielleicht sogar ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Eisenbahnabenteuer. Tschüss!